bist auf dem Weg zum Vermögensstellen nach Robert Gerhard Nähe. Du fährst durch eine idyllische Landschaft. Du kommst gerade von der 31 runter und fährst jetzt Richtung Wiemeer. Du siehst alte Häuser, du siehst Wiesen und Felder und bewegst dich in Richtung die Meerste Hauptstraße 120. Lass mal diese schöne Idylle auf dich wirken. Du fährst und in deinen Gedanken, in deinen Kopf kommen ganz viele Bilder hoch. Was passiert gleich? Welche Vertretung werde ich bekommen? Was wird dies mit mir machen? Ist dies eventuell ein Stück aus meinem Leben? Erinnert es mich an irgendeine Situation? Oder ist diese Situation identisch mit meinem Leben? Wenn ich so fahre, in dieser grünen Natur, kann ich richtig entspannen. Der Alltag, aus dem ich gerade herauskomme, wird weniger. Ich sehe, auch hier gibt es Kinder und Tempo 50. Ich sollte auch mein Leben reduzieren in der Geschwindigkeit. Ich sollte bewusster und achtsamer leben. Selbst hier auf dem Dorf gibt es eine Schule, einen Kindergarten und so wie überall gibt es sogar eine Feuerwehr. Diese Eindrücke inspirieren mich auf das, was ich begegne. Was für Menschen kommen auf mir zu? Kenne ich sie? Kenne ich sie nicht? Robert erzählt immer, sie kommen von überall her. Sie kommt von Heidelberg, sie kommt von München, sie kommt von Köln, sie kommt von Düsseldorf, sie kommt von Berlin, sie kommt von Hamburg. Wo kommen sie überall her? So langsam steigt meine Neugier. Was Schönes, was Robert zu mir gesagt hat am Telefon, wenn ich weiterfahre, sollte ich mich an einer gelben Banderole auf der linken Seite orientieren. Oh, sogar Urlauber fahren hier, weil wir uns an der niederländischen Grenze orientieren. Wir sind hier von hier aus gesehen in 2 Kilometer in Holland in Bellingwolde. Aber wenn wir jetzt nach vorne schauen, dann sehen wir schon mal ein gelbes Schild in Augenhöhe auf der linken Seite. Und die Natur lässt mich innehalten. Es wird spannend, weil ich eigentlich gleich da sein müsste, nachdem wie er es gesagt hat. Ich glaube, da, wo das Auto rauskommt, werde ich jetzt gleich reinbiegen. Ein altes Feenhaus mit einem Baumspalier. Ich sehe ein kleines Dächlein, wo die Reklame von Robert draufsteht. Ein großes Haus, was früher ein Amtshaus war, ein Zollhaus war, biege ich ein. Eine schöne Straße und ein schöner Eichenbaum. Und jetzt gehe ich gleich wieder einmal auf die Einfahrt und ich bin da. Ich könnte mir vorstellen, dass ich heute der Erste bin. Ich freue mich auf diesen wunderbaren, schönen Tag.